Händeschütteln ohne Ende. Bürgermeister Bodo Klimpel und seine Frau durften beim traditionellen Neujahrsempfang in der Aula des Schulzentrums viele Bürger, darunter Vertreter aus Politik, Wirtschaft und von Vereinen begrüßen. Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung durch Darbietungen der Musikschule. Überschattet wurde der Neujahrsempfang durch die aktuellen Ereignisse in Frankreich. In seiner Neujahrsansprache machte Bürgermeister Klimpel deutlich, dass in Haltern kein Platz für Fremdenhass ist. Wir sollen das aber tun. Wir dürfen denjenigen, die durch Terroranschläge versuchen, ihre verquerten Ziele durchzusetzen, nicht nachgeben. Und ich denke, das macht man am besten, wenn man einen Neujahrsempfang so begeht, wie wir es hier traditionell in Haltern gewöhnt sind. Also sind jetzt mit der Stadt Haltern angefangen. Ich hätte jetzt noch ein bisschen weiter ausgegriffen, weil wir jetzt gerade die Geschehnisse in Frankreich hinter uns haben, heute Morgen in Hamburg. Also ich glaube, Friede ist wirklich das allergrößte Gut, was wir haben und was wir wirklich schätzen müssen und daran arbeiten müssen und auch aufpassen, dass wir hier in Haltern, wo wir eine gewachsene Gesellschaft haben, wo viele sich untereinander kennen, haben wir gerade noch drüber gesprochen, was wir sehr schätzen, wo einer den anderen um Hilfe bitten kann, dass das so bestehen bleiben kann. Im weiteren Verlauf seiner Rede erinnerte Bürgermeister Klimpel an das abgelaufene Jahr 2014. Er wagte eine Prognose für 2015. Ohne Sie mit dem Thema Finanzen langweilen zu wollen, stelle ich fest, dass unsere strengen Sparmaßnahmen inzwischen Früchte tragen und wir erstmals in 2014 unsere Schulden um 2,3 Millionen Euro reduziert haben. Radfahrer werden in diesem Jahr ein besonderes Highlight in unserer schönen Stadt erleben, denn die NRW-Radtour soll am ersten Sommerferienwochenende Anfang Juli durch Haltern am See führen. Ja, also ich habe mir für 2015 eigentlich persönlich nichts vorgenommen. Das liegt unter anderem daran, weil in der Regel ich die guten Vorsätze, die ich mir mache, nur sehr schwer einhalten kann. Deswegen hatte ich ja auch heute ein Zitat von Oscar Wilde, der eben die guten Vorsätze fürs neue Jahr schon vor 200 Jahren aufs Korn genommen hat. Besonderen Applaus fanden die musikalischen Darbietungen von jungen Musizierenden der Musikschule. Ja, ich fand jetzt die Veranstaltung war schon ein ganz tolles Erlebnis für mich. Also auch zu sehen, wie viele Jugendliche sich da zusammenfinden, um dann dieses Konzert auch mitzubestreiten. Also ich hoffe mir zunächst natürlich mal, dass vieles so weitergeht wie bisher, also dass der Bläserkreis nach wie vor viel Nachwuchs bekommt. Nach dem offiziellen Teil nutzten viele Besucher die Gelegenheit zum Meinungsaustausch. Wir haben gerade in der Neujahrsrede des Bürgermeisters gehört, dass es uns im Jahre 2014 gelungen ist, erstmals seit vielen Jahren die Stadt die Schulden der Stadt zu reduzieren. Ich hoffe natürlich, dass das mit Hilfe des Stärkungspaktes weitergeht. Ja, ich wünsche der Halterner Bevölkerung alles Gute, vor allen Dingen Gesundheit für das Jahr 2015 und weniger Twistigkeiten, wie sie momentan in der Welt herrschen. Also als erstes wünsche ich mir, dass unsere Bauverwaltung zügig arbeitet, dass wir mit unserem Bau so vorankommen, wie wir das und unsere Mitglieder erhoffen. Also ich will später Fußballprofi werden und dann würde ich mir sehr gerne wünschen, dass vielleicht mal so ein Talentsucher um unseren Fußballplatz streifen würde, so dass man mich vielleicht entdeckt und dann wäre ich meiner Fußballkarriere schon ganz einen Schritt weiter. Abschließend lud Bürgermeister Klimpel alle Bürger ein, Halterns Entwicklung aktiv zu begleiten.